Wir nehmen ja immer da drin auf. Aber wo passiert die eigentliche Arbeit? Hier passiert die eigentliche Arbeit. Die Baritöne sind ganz schön laut hier in der Setup. Die Baritöne wieder. Das wird funktionieren. Das war doch schon ganz ne? Nett. Und nett ist der kleine Bruder von Scheiße. Ja. Nee, ganz so schlimm. Einen wunderschönen Servus und Hallo. Wir sind hier wieder mal bei Choraufnahmen. Habt ihr schon mal ein bisschen was gesehen heute beim Song von über Saint-Denis, wo wir schon mal in einer der ersten Folgen diskutiert haben, wie man es ausspricht. Die Diskussion ist nicht gestorben. Sie war heute wieder Sinn. Genau. Saint-Denis. Und zwar Saint wie ein schönes deutsches und Denis wie ein Ö wie Döner oder eine Mischung aus Ü und E, habe ich gesagt. Denis. Wie spricht man es aus? Saint-Denis. Ah, würde ich sagen. Siehst du, so wie im Schlaf wecken und es hat sofort geklappt. Aber nicht Saint-Denis. Also Saint-Denis. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, hier, ne, einer der Flyer. Bam! Exklusives Angebot für Schulklassen für die ideale Abschlussfahrt. Die Päpstin kommt uns besuchen. Das ist die ideale Abschlussfahrt. Wer wählt schon nach Rom? Ja, wenn ihr Rom auch auf der Bühne in Fulda haben könnt. Ne? Rom spricht man übrigens Rom aus Rom. So. Den ersten Teil haben wir jetzt gut geschafft. Jetzt können wir uns gegenseitig auf die Schulter hauen. Ich schaue hier mal dem Lars auf die Schulter. Der kann leider nicht flüchten, weil er nämlich den Kopfhörer immer noch um hat und hängt da irgendwie an dieser Box. Denke ich doch. Mit der Spange, das verzeihe ich dir nie. Ach ja, erinnert euch an ihn in der ersten oder zweiten Folge mit dieser lustigen Spange oben im Haar? Genau. Talking about peinlich. Ich hau dir einen rein. Der hat gar nicht nötig, seine Pracht zu verstecken, diese Locken. Guck mal, Matthias, sag mal was. Dein Block ist ich das. Ich bin so nervös, wenn ich gefilmt werde, dann bin ich immer völlig. Bin ich mal rot? Ganz schön. Guck mal, da hinten ist da. Das ist unser Dietmar. So, ich dachte, der Hausmeister. Haushofmeister. Haushofmeister. Haufhofmeister. Haufhos. 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 In Sir Döner. Klinke? Ja, Marc. In Sir. Nee, das wird nochmal. Es wird auch nochmal wieder. Aber das sind noch vier Nummern. Ja, Marc. Ja. So, D. Die Stelle hier. Ja. Entschuldigung. Ja. Wieso? Nur fünf Noten hier. Ist doch eine Triole. Ja. 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 Nur eine. Ja. Ich kann es ja. Kann ich singen. Ich kann auch nicht singen. Ich kann nicht singen. Ich bin eine Musik gedacht, aber ich kann nicht singen. Ja. Das macht doch sowieso am Ende der Computer. Ist doch gepitcht. Alles. Also liebe Leute, ihr habt es mitbekommen, wir haben Jamak von Saint-Denis sowas von arschaffengeil abgeliefert, ja, dass das jetzt fertig ist. Und deswegen machen wir jetzt auch einen anderen Song. Und für euch heißt das? Ein Song. Ist jetzt sicherlich schon 6 Uhr. Also, ein bisschen ausschalten jetzt. Wie der Löwen sagt. Ausschalten. Draußen spielen. Tschüss.